Hier gesehen, Friedrich, zeig dich, wo bist du? Würdest du mal nach vorne kommen? Ich denke, wir dürfen das in Anspruch nehmen, dass er uns jetzt auch mal lobt. Friedrich. Als Erstbürger der Stadt gebe ich dir jetzt das Mikrofon. Ich denke, ein paar Worte, die würden uns gut tun. Und nach so vielen schönen Liedern tun ein paar Worte gut, das denke ich. Und ihr könnt durchatmen. Ich denke, das ist ein wirklich auf der einen Seite ein stimmungsvoller Abend, auf der anderen Seite aber auch ein trauriger Abend. Also ihr habt Fröndenberg über die Grenzen von Fröndenberg hinaus bekannt gemacht. Und wenn man in Bad Sassendorf sagt, die Fröndenberger kommen, dann wissen die Bad Sassendorfer, da kommt das Katastrophenorchester, diese Boygroup aus Fröndenberg mit dem hohen Altersdurchschnitt. Und wenn die Mentner hören, die Fröndenberger kommen, das kann manchmal wie eine Kampfansage sein, aber dann wissen die Mentner à la carte, Samstagmorgen auf der Bühne vor dem neuen Rathaus das Katastrophenorchester spielt. Und wenn ich dran denke, du hast eben eine Alternative aufgemacht mit einem Auftritt, einem weiteren Auftritt hier vor dem Markgrafen. Ich weiß überhaupt gar nicht, was wir ohne euch auf dem Weihnachtsmarkt machen. Wenn du schon dabei bist, was hast du denn so im Etat?